Herzlich willkommen im Forschungs- und Entwicklungskompetenzzentrum der CHT Tübingen. Hier wurde unser neues Waschverfahren Smart UV Power entwickelt. Eine intelligente Kombination aus Physik und Chemie. Und nun möchte ich Ihnen zeigen, wie wir im Labor vorgegangen sind. Wir würden nun einen Laborversuch durchführen, in dem wir vorbereitete Waschflotte mit und ohne UV-Energie bestrahlen. Wir geben vorbereitete Waschflotte in den Zylinder hinein. Nun entnehmen wir mit einer Glaspipette eine definierte Menge für ein bereits vorbereitetes Probengläschen. Dies ist nun unsere Probe ohne UV-Energiebestrahlung. Nun geben wir unsere UV-Energieröhre in den Zylinder hinein. Nun belichten wir die Waschflotte mit 180 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit nehmen wir die UV-Röhre wieder raus. Wir entnehmen wieder mit einer Glaspipette eine zweite Probe nach UV-Energiebestrahlung. Diese entnommenen Proben der Waschflotte, einmal mit und einmal ohne UV-Energiebestrahlung, geben wir nun in ein Infrarotspektrometer in unserer instrumentellen Analytik der CHT. Hier sehen wir nun die Ergebnisse der IR-Untersuchung. Auf der linken Seite die Waschflotte ohne UVC-Energiebestrahlung. Auf der rechten Seite die Waschflotte mit UVC-Energiebestrahlung. Wie wir anhand der Banden erkennen können, hat sich die Waschflotte signifikant verändert. Dies hat uns dazu veranlasst, in die Praxis zu gehen. Die IR-Spektroskopie ist ein leistungsfähiges Verfahren, bei der mittels Wärmestrahlung Funktionalitäten in Molekülen aufgeklärt werden sollen oder können. Diese beiden Proben hier, die bestrahlte und die unbestrahlte Probe, werden hier mittels IR-Spektroskopie untersucht und wir können anhand von Absorptionsbanden Unterschiede in der Zusammensetzung dieser beiden Proben feststellen. Das ist die Strukturformel von Wasserstoffperoxid. Was passiert nun unter dem Einfluss von UVC-Energie? Es entstehen sogenannte Hydroxylradikale. Diese Hydroxylradikale werden auch als Waschmittel der Troposphäre bezeichnet. Sie reagieren mit vielen Arten von Verschmutzungen sowie organischen Substanzen, indem diese zersetzt und eliminiert werden. Dadurch entsteht neben der Fleckentfernung eine signifikante Reduzierung vom CSB- und TOC-Wert der Waschflotte, die in den Kanal geht. Nun sind wir live in der Praxis und möchten Ihnen unser innovatives Waschverfahren Smart UV Power an einer 15-Kammer-Taktwaschanlage live demonstrieren. Schönen guten Tag. Hier haben wir den UVC-Reaktor, der mit seinen 10 Liter Volumen sehr kompakt ist und an jede Waschstraße sehr leicht zu integrieren. Man sieht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Röhren, die das Wasserstoffperoxid aktivieren. Die Dosierung erfolgt vor dem Gerät, wird hier aktiviert, geht in den Tank. Von diesem Tank wird es während der Taktzeit 9-mal zirkuliert, um es weiter zu aktivieren. Nach der Aktivierung gelangt es dann in die Hauptwäsche zum Waschen. Der Mitarbeiter hat aus der Waschkammer 5 eine Flottenprobe gezogen und kontrolliert in regelmäßigen Abständen die Bleichkonzentration. Er gibt Schwefelsäure hinzu. Und titriert die Menge mit Kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat wird bis zum lila Farbumschlag dazugegeben. Anschließend wird es per Knopfdruck automatisch auf dem PC dokumentiert.
Hier haben wir jetzt Spülflotten von der ersten Kammer der Spülzone, Ende Klarwaschzone. Hier haben wir unseren Standardwaschprozess, der hier in der Wäscherei zu 80% gefahren wird. Ohne UVC-Technik. Und hier haben wir aus der gleichen Kammer gezogen, Ende Klarwäsche, Anfang Spülzone mit UVC-Technik. Allein schon durch die visuelle Betrachtung erkennt man schön, dass die Abwasserbelastung, mit der man von der Klarwäsche in die Spülzone geht, geringer ist. Ergo benötigt man auch weniger Wasser zum Spülen. Das Gleiche bedeutet aber auch, dass die Abwasserbelastung geringer wird, was wir durch eine wöchentliche Kontrolle auch nachgewiesen haben. Mit Smart UV Power, unserem innovativen Waschverfahren, erzeugen wir eine strahlend weiße Wäsche. Wir haben eine optimale Fleckentfernung. Wir reduzieren den CSB und TOC-Wert und haben somit ein optimales Abwasser. Ergo haben wir natürlich auch ein super Spülwasser, in dem wir weniger Schmutzfracht in die Spülzone bringen. Und dies alles bei einer geringsten Faserschädigung, bedingt durch die CHT Smart Chemistry. Wir haben spezielle Komplexbildner, spezielle Additive entwickelt, um eben diese extreme Aktivierung vom Wasserstoffperoxid kontrolliert ablaufen zu lassen. Smart UV Power, die intelligente Kombination aus Physik und Chemie.